Hallo liebe Veranstaltungstechniker und Technikinteressierte. In diesem Video möchte ich euch einmal gern den Sniper 2 Air aus dem Hause Elation vorstellen. Hierbei handelt es sich um einen Laserprojektor, das heißt, dass er ohne eine Laserdiode einen Laserstrahl erzeugen kann mit einer extra dafür entwickelten Leuchtmittel, und zwar der Philips 2R. Der Vorteil bei diesen Geräten ist natürlich, dass wir keine zusätzliche Prüfung und auch keinen Laserschutzbeauftragten während der Veranstaltung benötigen, da auch keine Gefahr des Leuchtmittels für das Publikum ausgeht. So spart es jede Menge Kosten und wir haben trotzdem einen Lasereffekt. Ob nun dieses Gerät wirklich diesen Laserstrahl in dem Sinne erzeugen kann, dass es sich auch gegenüber dem Original durchsetzen kann, das werden wir dann später in weiteren Videos sehen. Viel Spaß dabei! Zum Lieferumfang des Sniper 2R. Dieses Gerät kommt im herkömmlichen Karton, zusätzlich von zwei Schaumstoffkissen geschützt und einer zu extra Plastikfolie. Weiterhin finden wir im Karton ein Powercon-Kabel sowie eine Bedienungsanleitung in jeder erdenklichen Sprache und zusätzlich der DMX-Tabelle in der englischen Sprache. Noch ein kurzer Hinweis zur Bedienungsanleitung. Neben den üblichen Sicherheitsbestimmungen, Maßnahmen und Hinweisen haben wir hier auch erstmalig eine schöne bebilderte Anleitung zum Lampenwechsel vorliegen, in dem einzeln erklärt wird Schritt für Schritt, wie die Lampe getauscht werden muss und auch entsprechend im Menü zurückgestellt wird. Zum Schluss finden wir dann noch die DMX-Tabelle mit den einzelnen Kanälen. Genau, und ja nach den einzelnen Betriebsmodi, die möglich sind. Sprich, wir haben ja hier den 14, 16, 18 und 20 Kanalmodus. Das sehen wir dann hier oben in dem Mode-Betrieb und können dafür dann auch entsprechend ein paar Antil zuweisen, beziehungsweise auch die 16-Bit-Variante wählen. Und natürlich dann über die Farbräder der Go-Räder und diese Formation, sprich Pattern oder Pattern, wie auch immer ihr das aussprechen wollt, hin zur Rotation und dem Prisma, beziehungsweise dem Shutter, auch ein extra Dimmer ist hier soweit gegeben. Und dem Pan- und Tilt-Shaking-Arrangement. Was das genau ist, das sage ich euch dann später noch. Am Gehäuse des Sniper 2R finden wir ein solides Metallfundament, zusätzlich einem Gitter für die Lichtaustrittsöffnung und ein paar Plastikanteilen für die Lüftungsschlitze vorn wie hinten. Ein Haltebügel mit entsprechend drei Vorbohrungen und den Fixierungsschrauben an der Seite, indem wir den Neigungswinkel des Gerätes auch einstellen können. Auf der Rückseite sehen wir dann noch zusätzlich das LCD-Display mit seinen einzelnen Knöpfen und deren Funktionen. Hinweis hier, wir haben hier keinen 3, sondern einen 5-Pin-DMX-Anschluss sowie den Powercon-Connector In- und Output. Für den Output, da können wir noch weitere Geräte in Reihe dahinter schalten. Und natürlich noch für die Lampe die Serviceklappe, hinter der wir dann das Leuchtmittel austauschen könnten. Hier haben wir noch das Safety, welches natürlich fest fixiert ist und mit dem Gehäuse verbunden. Nun zeige ich euch die Menüführung des Elation Sniper 2R. Zu Beginn sehen wir hier den aktuellen Modus. Hier habe ich einen 20-Kanal-Modus eingestellt auf Kanal Nummer 1. Drücke ich nun Menü, erscheint das Menü an sich. Hier kann ich die DMX-Adresse einstellen, indem ich einfach mit Enter bestätige und eine Zahl bzw. einen Kanal dafür jeweils vergebe. Weiterhin gibt es noch den Channel Mode. Hier gibt es viele verschiedene Betriebsmodi, angefangen beim 14-Kanal-Modus bis hin über den 16 zum 18-Kanal- und 20-Kanal-Modus. Dann gibt es noch den sogenannten DMX-State. Das heißt ganz einfach, wie soll das Gerät reagieren, falls man die DMX-Leitung abreißt? Soll es in der letzten Position verbleiben oder soll es in einen Blackout übergehen? Weiterhin gibt es hier noch das Backlight, quasi das Licht des LCD-Displays. Ich kann Pan und Tilt invertieren. Es gibt noch einen Testbetriebsmodus, in dem die einzelnen Gobo, Farbräder, Spiegel etc. durchgetestet werden. Dann Speed Mode, High- und Standardmodusbetrieb. Die Lampe. Hier ist es ganz interessant wieder einzustellen, wie soll die Lampe reagieren, wenn ich den Strom einschalte. Beziehungsweise es gibt keinen Einschalter, sprich wenn ich den Strom einstecke, soll die Lampe angehen oder ausgehen. Soll die Lampe erst via DMX
sprich ab einem bestimmten Wert angeschalten werden, kann ich die hier auch ausschalten, ne? Lamp off, DMX off. Sprich, was macht die Lampe, wenn es DMX abreißt? Schaltet sie sich ab oder nicht? Ist hier auch wieder die Frage. Lamp Delay, das ist die Zeitverzögerung, die die Lampe nach dem Einschalten benötigen kann, falls ich das möchte. Sprich, ich schalte das Gerät ein, kann bis zu 255 Sekunden vergeben. Lamp Time, hier kann ich mir anschauen, wie lange ist die Lampe schon mal angewiesen. Hier wären es 380 Stunden. Wir haben hier eine maximale Betriebsdauer von 6000 Stunden für diese Lampe. Wenn ich diese austauschen möchte, kann ich hier den Zähler zurücksetzen. Es gibt noch einen zusätzlichen Zähler für das Gerät selbst. Sprich, 380 deckt sich mit der Lampe. So ist das Gerät bisher ohne einen Tausch zurechtgekommen. Die Firmware-Version wird hier angezeigt nochmal. Und ich kann alle Einstellungen wieder zurücksetzen und auf Werkseinstellung zurückgehen. Kommen wir nun zu den Grundfunktionen des Elation Sniper 2R. Ich habe diesen jetzt im 20-Kanal-Modus laufen. So verfüge ich auch über die 16-Bit-Ansteuerung für Pan und Tilt. Man kann diese entsprechend schön flüssig hier handeln, was auch wirklich super und einwandfrei funktioniert. Weiterhin verfügt das Gerät über eine gefühlte unendliche Anzahl an Gobos, welche ich nun hier zeigen werde. So, die Gobos sind in ihrer Größe jeweils sehr unterschiedlich. Ich habe hier drei verschiedene offene Gobos. Mit dem ganz kleinen kann ich beispielsweise die Laserprojektion am besten wiedergeben, da der Strahl dadurch schmaler und differenzierter jeweils stärker wird. Und weiterhin verfügt das Gerät über die Möglichkeit, das Farbgrad rotieren zu lassen, entsprechend links wie rechts. Weiter verfügt das Gerät über eine Unmenge an Farben, welche ich hier einzeln durchspielen werde. Weiterhin sieht man hier auch die sogenannten Split-Color-Farben. Das ist ganz günstig in dem Moment, wenn ich diese sogenannten Pattern oder Pattern-Informationen wiedergebe. Kann ich mehrere übereinander legen. Das sieht man dann auch schön beim Prisma, dass sich einzelne Projektionen dann farblich voneinander unterscheiden und abheben während dieser Split-Color-Phase. Das Farbrad kann auch rotieren, jeweils schnell und langsam mit dem Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. So, weiterhin verfügt das Gerät nun über diese sogenannten Pattern, mit denen wir diese Laserprojektion überhaupt erst realisieren können. Hierzu wird nun ein kleiner Beam, ein kleiner Strahl ausgewählt, womit wir nun diese Figuren projizieren können. So, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise eben der Kreis, das Viereck, ein Kreuz, Lichtbögen etc. So, was hierbei nicht fehlen darf, ist natürlich noch die Funktion, dass ich die sogenannten Pattern, also sprich die Formation, entsprechend ihrer Größe auch variieren kann. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel mal das Kreuz. So ist es möglich, mittels der Zoom-Funktion das Ganze zu verkleinern oder auch wieder zu vergrößern. Wichtig ist hierbei, dass die Scannergeschwindigkeit noch eine Rolle spielt. Das heißt, umso kleiner ich das Bild mache, umso
besser ist dann die Projektion bzw. das Flimmern zu vermeiden, dadurch, dass die Spiegel auch entsprechend kleinere Wege gehen müssen. Nehmen wir mal ein anderes Pattern. Sehe hier dieser Strahl zum Beispiel. Dieser flackert jetzt noch recht stark. Nehme ich ihn doch ein wenig zurück in der Zoom-Funktion, dann wird das umso schöner anzusehen. Scanner sind hier wirklich sehr, sehr schnell. Weiter gibt es noch die Möglichkeit, diese Formationen auch rotieren zu lassen, entsprechend der X- oder Y-Achse. Dies geht langsam oder auch schnell. Lassen wir es mal langsam. Das geht auch noch gegen den Uhrzeigersinn. Und ineinander. Ich kann es schwingen lassen. Schnell, springe und langsam. Und was man dazu sagen muss, während dieser Projektion ist Pan und Tilt ausgeschalten. Das heißt, ich kann nicht die Projektion hin und her fahren, wie ich das möchte. Es ist nur möglich, wirklich dieses von mir projizierte Bild herumschwingen zu lassen. Nimm mir mal ein anderes Bild. Oder hier dieser Kasten zum Beispiel, den mache ich jetzt etwas kleiner und lasse ihn noch ein bisschen schwingen. So ist es möglich, ihn herumfahren zu lassen. Und diesen kann ich jetzt noch während des Fahrens rotieren. Und so kann man sehr schöne Laserstrahlen erzeugen. Wenn ich nun der Größe noch etwas Einheit gebiete, mittels der Zoom-Funktion, sind auch die Shutter noch wesentlich kleiner. So, noch weiterhin eine schöne Möglichkeit ist hierbei, Shutter und Dimmer sind voneinander getrennt bedienbar. Das heißt, ich kann das ganze Bild dimmen, noch wieder heller machen. Das mal bei halber Stärke und während ich zum Beispiel den Shutter noch aktiviere und das Stroboskop einsetze. Das kann ich dunkel, das geht aber auch hell. Und ich kann währenddessen auch den Shutter noch ausmachen, sodass kein Licht drauf fällt oder halt wieder auf. Dann gibt es noch das Prisma. Zack. Dies ist sehr schön in Verbindung mit diesen Formationen, mit dem Pattern, da man so mehrere gleichzeitig projizieren kann. Die dann entsprechend auch schnell durch den Raum schwirren. Wenn ich dem noch etwas Einheit gebiete von der Größe her, hört das Flackern so gut wie auf. Und ich kann dieses Rad rotieren lassen. Dies geht schnell, aber auch ganz langsam, ruckelfrei, muss man dazu sagen. So, weiterhin gibt es noch eine sogenannte Pan- und Tilt-Shaking-Funktion. Das heißt, ich kann eigene Formationen kreieren, indem ich Pan- und Tilt aktiviere. Habe ich hier beispielsweise eine Kreisform in maximaler Ausdehnung und kann diese jetzt noch reduzieren und verkleinern. Interessanterweise, umso stärker ich die Werte für Pan- und Tilt-Shaking-Range verändere, umso größer kann ich zum Beispiel das Viereck ziehen, umso breiter kann ich das machen, wie ich dann halt möchte. Genau, und das war's auch schon. Im Nachfolgenden werdet ihr noch eine kleine Lichtshow sehen, in dem ich so ziemlich alle Effekte eingebaut habe, die das Gerät zur Verfügung stellt. Dann geht, will ich noch ein wenig schwufen. Hey Mr. DJ, drück noch einmal auf Play, lass das Lied noch einmal laufen. Alter, bis das Putzlicht dann geht, will ich noch ein wenig schwufen. Hey Mr. DJ, drück noch einmal auf Play, lass das Lied noch einmal laufen. We'll be right back.
Hause. Ich brauche die eine Pause. Ich hab so viel gefeiert. An dieser Stelle noch einige messtechnische Erhebungen. Ich habe auf 20 cm Abstand genau 5050 Lumen gemessen. Das Gerät wird bei Raumtemperatur etwa 50 Grad warm und hat eine Lautstärke bei 1 Meter Abstand rundum von 49 Dezibel. Ich hoffe, euch hat das Video zum Elation Sniper 2R gefallen. Dies ist insgesamt eins von drei Laserprojektoren, welche in einem großen Vergleichstest gegenübergestellt wurden. Hierzu gehört dann noch von Flash der Lasergun 5R sowie Varitech Reactor R5 und das Top-Produkt der Elation Sniper 2R. Dieses Gerät ist für einen Straßenpreis von 1.199 Euro erhältlich und mit der Philips 2R-Lampe ausgestattet, die 6.000 Betriebsstunden durchhält. In dem nächsten Video könnt ihr dann den großen Vergleichstest sehen, in dem ich alle drei Projektoren gegenüberstelle und sich nun entsprechend ein Sieger herauskristallisieren wird. Viel Spaß dabei! Alter, ist das Putzlicht angeht, will ich noch ein wenig schrufen. Hey Mr. DJ, drück noch einmal auf Play, lass das Lied noch einmal auf.